Ivan Lendl verlor vor 9 Jahren das letzte Mal in der ersten Runde eines Grand-Slam-Turniers, damals in Wimbledon. In der ersten Runde 1990 wurden diese Erinnerungen, zumindest im ersten Satz, wieder wach. Christian Mignossi aus Buenos Aires nimmt dem besten Spieler der Welt nach nur 29 Minuten Spielzeit den ersten Satz ganz locker mit 6:3 ab. Doch ein Ivan Lendl lässt sich den einzigen sportlichen Traum, den er noch hat, nämlich Wimbledon gewinnen, nicht so leicht nehmen. Zur Vorbereitung auf Wimbledon hat er die French Open, die er schon dreimal gewonnen hat, sausen lassen und stattdessen viele Wochen lang sein Spiel auf Rasen trainiert. Lendl gewinnt die Sätze 2 und 3 mit 6:4 und 6:3. Christian Mignossi sieht auf der anderen Seite einen fest entschlossenen Ivan Lendl. Matchball. Ivan Lendl siegt 3-6, 6-4, 6-3 und 6:4.